chase bad bitches. Accolades, got Will's son, no castaway. I'm twice as good, get half the praise. Throw a sniper up and I'll blast away. You ain't getting through me. Nah, to me how I've been here 10 hours. Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal zu einem neuen Tabak Review. Aber ich muss noch mal was loswerden. Am Freitag startet die Shisha-Messe und die Vorfreude bei mir ist einfach mega, mega groß. Alte Gesichter wieder zu sehen, neue Gesichter kennenlernen und wie gesagt, ich freue mich einfach mega, mega dort auf die Shisha-Messe. Am Samstag bin ich am Start. Also wenn ihr mich seht, könnt ihr mich gerne mal anlabern. Wir können eine Pfeife zusammen rauchen, wir können uns ein bisschen austauschen. Wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall am Samstag, auf den Samstag. Und jetzt kommen wir erstmal zu dem Tabak, den ich heute vorstelle. Ihr kennt bestimmt die Shisha-Station in Heilbronn, ein Tabakladen. Und der Burak, ja, der hat 3 Flavor auf den deutschen Markt gebracht. Und ich habe mir gedacht, da ich ein Apfelringe-Fan bin, muss ich unbedingt den Choc Güzel vorstellen. Ich zeige euch jetzt erstmal die OVP von dem Tabak. Wie gesagt, ich finde, das ist richtig nice gehalten mit dieser babyblauen Dose. Und das Logo ist einfach richtig nice. Also mich erinnern diese Dosen vom Shisha-Station auf jeden Fall an diese Tobacco-Dosen von früher. Da hatte ich auf jeden Fall von Bro Contra Germany den Pistazien-Tabak, den Lima Menta, glaube ich, vom Shisha-Schmitty und den Papa Peach, glaube ich, vom Shisha-Keller. Und dann kommen wir erstmal zu dem, ja, zu dem Schnitt des Tabaks. Und ihr seht schon, das ist ein mittelgrober Schnitt. Und ich finde es einfach perfekt gehalten. Ihr habt nicht zu viel Molasse, ihr habt nicht zu wenig Molasse, ein paar Astadern habt ihr hier drin, das habt ihr bei vielen anderen Tabakherstellern auch, aber das stört einfach nicht beim Tabak, beim Kopfbau. Und deswegen würde ich sagen, halte ich mal meinen Riechkolben rein und wir schauen mal, ob wir auch Apfelringe rausriechen können. Ja, ich brauche nicht länger dran zu riechen, das ist 1:1 Apfelringe. Richtig, richtig geile, spritzige Apfelringe habt ihr hier am Start. Und dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zum Setup. Ich rauche heute wieder mal in der Hookah Karma KS Apo. Und ich rauche heute mal mit 3 Jakic Cubes. Und dann würde ich sagen, labern wir dich dann rum, ziehen wir mal und schauen mal, wie das Ganze raucht. Und hoffentlich schmeckt er auch nach Apfelringe. Man hat einfach Bock, das qualmt wie Hulle und man hat einfach Bock, die ganze Zeit weiter zu rauchen. Das ist schon wie im Geruch, habt ihr im Geschmack eine richtig geile, intensive Apfelringe-Note am Start. Und das ist einfach richtig nice. Weil wie viel Tabak gibt es auf dem deutschen Markt, die kann man schon gar nicht mehr zählen. Und was ich halt richtig nice finde, dass der Burak erstmal nur 3 Sorten auf den deutschen Markt gebracht hat. Wie viele andere Hersteller bringen 10, 15 Flavor auf den deutschen Markt und von den 15 oder 10 Flavors, sage ich jetzt mal, sind vielleicht 3, 4, wo richtig rausstechen und richtig gut sind. Und der Rest ist einfach, ja, ich muss es halt mal grob sagen, ist einfach für die Mülltonne auf gut Deutsch gesagt. Also da ärgert man sich dann auf jeden Fall, Geld investiert zu haben. Und das habt ihr hier bei dem Choc Güzel definitiv nicht. Also ihr habt Apfelringe gerochen, ihr habt Apfelringe hier drinnen, ihr zieht dran und ihr habt Apfelringe im Mund und richtig ein richtig geiler, vollmundiger Apfelringe-Geschmack und das ist einfach nice, das ist einfach nice. Und deswegen finde ich es halt auch gut, dass der Burak 3 Sorten auf den deutschen Markt gebracht hat. Und ich lese euch mal vor, wie gesagt, es gibt einmal Hallo Freunde, das ist Vanille Chai Latte. Dann einmal der Burak Sifajin, so heißt natürlich der Kollege. Das ist Center Shock, das sind diese Kaugummis. Und einmal, wie gesagt, der Choc Güzel. Und für 16,90 € könnt ihr bei dem Tabak definitiv nichts falsch machen. Wie gesagt, die Shisha-Station ist auch auf der Shisha-Messe vertreten. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, dann mit den Jungs labern. Das sind richtig nette Leute da, wo an dem Stand dann arbeiten werden und sind. Mit denen könnt ihr labern, mit denen könnt ihr fragen, was demnächst vielleicht noch auf den Markt kommt, was er für Ideen hat. Da wird euch der Burak definitiv auf jeden Fall noch Information liefern. Aber ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen. Ich muss einfach nochmal ziehen. Das ist einfach ein Tabak, wo man einfach die ganze Zeit Bock hat zu rauchen. Wenn jetzt ein Kollege hier sitzen würde, ich würde am liebsten gar nicht das Mundstück irgendwie weitergeben. Einfach nur noch in der Hand halten, das Wetter genießen oder generell Musik genießen oder wo ihr auch gerade seid, einfach nur den Tabak genießen, weil er einfach mega, mega intensiv und mega geil schmeckt. Also ich muss wirklich sagen, da hat der Burak richtig geile Sorten auf den deutschen Markt gebracht. Ich kann jetzt wie gesagt nur von dem Choc Güzel reden, der ist einfach mega, mega geil.
Und wie gesagt, da geht auf jeden Fall ein ganz klarer Daumen nach oben, eine ganz klare Kauf- und Probierempfehlung gehen heraus von meiner Seite aus. Den könnt ihr euch gerne mal zulegen. Die anderen Sorten könnt ihr euch auch mal zulegen, gerade für die Leute, die auf Chai-Latte stehen oder auf diese Center Shocks. Gab es ja so auch noch nicht mit Center Shocks. Bin auch mal gespannt, wie der schmeckt. Den werde ich mir auch mal gönnen und auch mal vorstellen, logischerweise. Aber ja, mir bleibt nichts mehr zu sagen. Ja, ich bin auf jeden Fall raus und der letzte Zug geht auf euch. Zunächst muss ich noch sagen, wie gesagt, am Freitag startet die Shisha-Messe und am Samstag freue ich mich, euch da anzutreffen. Jeder, der von euch da ist. Dann würde ich sagen, der letzte Zug geht auf euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag da draußen und wir sehen uns am Samstag. Bis dann, Leute. Ciao. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Whoa. Whoa, only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. You only